Die Liebesgeschichte von Luna und Diego, Teil 1. Der Winter war vorbei und der Frühling kam. Langsam wachte die kleine Füchsin Luna aus ihrem Winterschlaf auf. Uah, endlich ist der Frühling da. Endlich, ich habe so lange geschlafen. Auch der kleine Fuchs Diego wachte aus seinem Winterschlaf auf. Er war sehr froh, dass es endlich wieder Frühling war. Oh, ich habe viel zu lange geschlafen. Endlich, der Frühling ist da. Juhu! Doch gleichzeitig hatte Luna ein bisschen Sorge, denn sie würde bald in die Fuchsschule kommen. Was ist, wenn die anderen mich nicht mögen? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Was ist, wenn sie mich mobben? Was mache ich dann? Oh oh. Diego machte sich keine Sorgen. Er würde bald in die Schule kommen. Er wusste, dass er bestimmt viele neue Freunde bekommen würde. Die Schule wird bestimmt total cool. Augen zu und durch, sagte die kleine Füchsin Luna. Lunas kleine Schwester Marie wachte auch langsam auf. Die kleine Marie war sehr neugierig. Guten Morgen, große Schwester, sagte Marie noch ein wenig müde, aber auch sehr fröhlich und aufgeregt. Guten Morgen, kleine Schwester. Und schließlich wachte auch ihre Mutter auf. Luna, du musst los in die Schule. Viel Spaß, mein Mäuschen. Okay, tschüss, Mama, schluckte Luna ängstlich. Luna ging einen kleinen Pfad entlang und kam an einer großen Wiese an. Dahinten sah sie viele Füchse toben und spielen. Das musste wohl die Fuchsschule sein. Okay, ich gehe da jetzt rein. Luna, hab keine Angst. Sie werden dich bestimmt mögen. Hoffentlich. Auch Diego ging ins große Schulgebäude. Und dann sahen sie sich das erste Mal in der Schule.